Hallo liebe Kinder, hier sind wir wieder und wir haben uns heute zum Lucia-Fest einen kleinen Gast mitgebracht. Das Lucia-Fest kommt aus den nordischen Ländern und wird in Schweden und Norwegen hauptsächlich gefeiert. Und das ist seit der Umwandlung des Kalenders. Früher war das Lucia-Fest der kürzeste Tag des Jahres, das heißt, das war der Tag, an dem wir die Wintersonnenwende hatten. Von jetzt an werden die Tage nämlich dann wieder länger. Das hat sich mit der Umstellung des Kalenders ein bisschen verschoben, sodass wir das jetzt eigentlich erst eine Weile später feiern. Aber in Schweden ist das geblieben. So, eigentlich müsste Ella, weil sie das Mädchen hier in der Runde ist, ein weißes Kleid tragen. Und sie bekommt einen Kranz mit 4 Kerzen obendrauf. Und das Kleid, das weiße Kleid, wird mit einem roten Band festgebunden. Dann wird durch die Straßen gezogen. Man feiert einfach, man vertreibt die bösen Geister so ein bisschen wie auch hier bei uns, wenn der Winter verabschiedet wird. Wir machen das allerdings hier in den Regionen mit Karneval. Das ist ja auch die Verabschiedung des Winters. Der Winter fängt eigentlich jetzt erst an, aber die Wintersonnenwende durch die länger werdenden Tage ist das eine besondere Feier wert. Und wir zeigen euch heute, wie man diese schwedische Spezialität backt. Was man zu beachten hat, was man tun muss, was in den Teich reinkommt. Wir haben es noch nicht probiert, werden wir später machen. Es ist noch ein bisschen warm, man soll es was abkühlen lassen. Wir sind schon total gespannt, wünschen euch heute ganz viel Spaß bei unserem Türchen. Und der Elch aus den nordischen Ländern ist auch mit dabei. Wir sagen Tschüss! Hallo ihr Lieben! Heute wollen wir gemeinsam mit euch das schwedische Gebäck Lussekatter, ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen, zubereiten. Was ihr dafür braucht, sind 1 Gramm Safran, 42 Gramm frische Hefe oder einen Beutel Trockenhefe, 140 Gramm Butter oder Margarine, 150 bis 200 Gramm Zucker, je nachdem, wie süß oder weniger süß ihr das haben wollt, 40 bis 50 Milliliter Milch, fingerwarm, einen halben Teelöffel Salz, dann ca. 750 bis 800 Gramm Weizenmehl, ein Ei. Man kann nach Geschmack und nach Wunsch auch noch Mandeln mit hineingeben. Was ihr für die Dekoration aber auf alle Fälle noch braucht, sind Rosinen. Wir bereiten jetzt mal alles vor und dann zeigen wir euch, wie das alles geht. Als allererstes wiegen wir die Butter ab. Da kommen, wie gesagt, 140 Gramm rein. Da lasst ihr euch gegebenenfalls ein bisschen helfen, ne? So, dann schauen wir mal. Das sind 250, die Hälfte 125, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Gucken wir mal, wie gut wir waren im Abmessen. Ja, das ist ein bisschen zu viel, es sind 161 Gramm. Das heißt, ein ganz bisschen müssen wir wegnehmen. So, probieren wir unser Glück nochmal. Aber auch noch nicht genug. Nehmen wir mal eine Ecke raus. Ja, jetzt fast. Und bei Butter finde ich das immer so schwierig, das genau abzumessen. So, die Butter setzen wir jetzt in einem Topf und lassen sie schmelzen. So, kümmern wir uns hier mal um den Zucker. Da brauchen wir circa
150 Gramm, also ein so ein Löffel sind ungefähr 55. 105, 153 machen wir, 160, 155. Weil, wie gesagt, wir können zwischen 150 und 200 Gramm nehmen. Nehmen wir 160. Dann geben wir da noch hinzu die Frischhefe. Die wird da ein... Ah ne, die müssen wir warten. Entschuldigung, Kinder. Die Hefe kommt erst danach dazu. Wir geben den Safran da rein. So, der Safran ist hier dieses kleine rote Puder. Von diesem kleinen Döschen brauchen wir allerdings auch nur die Hälfte. Das sind jetzt 200 Gramm. Und wir brauchen, wie gesagt, nur 1 Gramm. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit Gefühl. So. Den Safran haben wir auch drin. Dann können wir das jetzt mit in die Butter geben. Die Milch kommt da auch noch mit in den Topf und dann erwärmen wir das Ganze. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den Teig in einer Rührschüssel einmal gut umrühren lassen mit einem Knethaken, dass ihr eine schöne Teigmischung bekommt. Und jetzt decken wir den ab und dann muss der Teig erstmal 45 Minuten bis eine Stunde an einem warmen Ort ruhen. Alles Weitere erklären wir euch dann gleich. So, ihr Lieben, schaut mal nach einer Stunde, wie schön unser Teig aufgegangen ist. Er füllt jetzt fast die ganze Schüssel aus. Wir streuen jetzt etwas Backpulver hier auf die Arbeitsfläche. Und dann rollen wir unseren Teig. Wie das genau geht, seht ihr im Folgenden. Bleibt dran! Bevor wir aber den Teig jetzt hier ausrollen, legt ihr ein Backblech mit Backpapier aus, damit ihr die gerollten Gebäckstücke direkt hier auf das Backblech legen könnt. Der Backofen ist bei 225 Grad. Wir verwenden Ober-Unterhitze, andere verwenden Umluft. Das kann man jeder für sich entscheiden. Da muss man gegebenenfalls die Temperatur etwas höher setzen. Dann hier aufs Backblech legen, wenn das Backblech voll ist. Ab damit in den Ofen zwischen, 7 und 15 Minuten, je nach Ofen. Und Stärke müssen die dann backen. Wir zeigen euch jetzt aber erstmal, wie gerollt wird. Kleinen Augenblick. Hallo liebe Kinder, wir sind total gespannt. Hier ist unser erstes Blech. Das wandert jetzt gleich in den Ofen. Wie die gleich aussehen werden, da sind wir echt schon total gespannt. Wir werden es euch natürlich zeigen, wenn wir sie rausholen, wie das so geworden ist. Ich bin schon echt gespannt, ganz kribbelig, und Ella und Seppo auch. Seppo würde am liebsten den Teig schon probieren. Ich versuche ihn da die ganze Zeit von abzuhalten. Während das erste Blech jetzt schon im Ofen ist, nutzen wir natürlich die Zeit und bereiten weiter vor, damit wir dann einfach immer wieder die nächste schon reinsetzen können. Das Einzige, wo ich wirklich noch üben muss hier ist, der Teig ist so schön geschmeidig, dass er zwar klebt, wenn ich ohne Mehl arbeite, aber mit dem Mehl er sich sehr schlecht rollen lässt. So, ich zeige nochmal, ihr dreht hier so ein, drückt das ein bisschen an, macht hier in die andere Richtung und dreht dann entgegengesetzt. Und dadurch kriegt ihr dieses S, diese Puddingschnecke, möchte ich es mal nennen. Und da setzt ihr, wie gesagt, noch 2-3 Rosinen, je nach Geschmack, rein. Wir setzen die mal dahin. So, nehmen uns das nächste. So, und rollen den auch wieder aus. Der ist natürlich jetzt viel zu groß. Den teilen wir gleich nochmal.
So, teilen wir am besten da. Dann können wir hier nochmal was rollen, dass es auch überall gleich dick ist. So, einmal nach innen drehen, nach außen drehen, da. Einmal nach hier drehen, da. Einfach weiter drehen, immer so entgegengesetzt. So, und wir setzen wieder unsere Rosinchen drauf und stellen es dahin, damit die gleich auch wieder in den Ofen können. Kinder, schaut mal, oh, ich bin total happy. Schön knusprig braun. Ah, jetzt müssen sie nur noch schmecken, aber so kommen die frisch aus dem Ofen. Da müsst ihr echt aufpassen, das ist ziemlich, ziemlich heiß und die müssen jetzt noch auf einem Backblech abkühlen, bevor wir die dann gleich probieren können.